Ja, Leute, zu so viel schönen Tech-Gadgets. Und hier auf meiner Samsung Gear Frontier habe ich ein Fanmade selbstgemacht, das in anderen Worten Watch Face, also hier in so ein schönes Display. Der Sekundenzeiger, das habe ich so gemacht, dass der hier oben in dem Carbon verschwindet und dann gleich hier rechts wieder auftaucht. Wollen wir mal ein Sekündchen warten. Ist ja ein Sekundenzeiger. Und voila, da haben wir den. Und jetzt mit dem XMG-Logo vereint. Wer erkennt's? Ja, wir bleiben überstrong. Und nur mal so nebenbei zum Thema überstrong. Der Always-On-Mode soll dann so aussehen. Hier der überstrong-Schriftzug. Nochmal so ein bisschen selbst kreiert mit eigener Font. Aber so, dass es halt dem Original etwas nahe kommt. Ansonsten hier nochmal die Uhr, mal gucken, ob man sie hier nochmal ein bisschen anders sieht. Und hier das Watchface nochmal auf dem PC, da das ja klar auf hier dem Display auf der Uhr via der Kamera nochmal anders da aussieht und die Farbintensität nicht ganz so zur Geltung kommt, wie sie dann im Original natürlich ist. So kleine Leuchteffekte nochmal so grafisch mit eingebaut. Und so sieht das gute Stück nochmal auf dem XMG Gaming Notebook aus. Das war's dann auch schon mit dem Custom Made XMG Watchface auf der GS3 Frontier. Und jo, frohes Zocken, Leute, noch, ne? Work hard, game harder.